Dem konnte man doch auch irgendwie sagen, dass er patrouillieren soll, oder? Wie ging das? Patrouillieren. Befehlen Sie Ihre Einheit, ein Gebiet zu patrouillieren. Achso, da ging das hin und her. Okay, dann pass mal auf, mein Freund, dann gehst du mal hier hinten hin. Wie auch immer du das machst, du kommst da schon hin. Dann machst du mal die Karte hier nämlich ein bisschen frei. So. Da wird noch fröhlich erschaffen. Ihr kommt mal hier rüber, bitte. Der einzige Zugang zu Ihrem Dorf wird durch den Hügel mit dem abgestorbenen Baum geschützt. Was? Es wäre vernünftig, dort einen Wachturm zu richten, wenn Sie erst einmal zur Feudalzeit vorangeschritten sind. Hügel mit dem Baum? Wo ist hier ein Hügel mit dem Baum? Ich hab keine Ahnung, was du laberst. Okay, wir brauchen hier noch welche. Machen wir nochmal... Ah, nicht genug Nahrung. Ja, ist ja gut, ey. Ich habe nicht genug Nahrung. Das finde ich aber echt blöd. So, wir werden mal einen Sammelpunkt setzen. Und zwar hier. Sonst hängen die mir hier... Wenn Sie 500 Nahrungseinheiten zusammen haben, dann können Sie sich in Ihr Dorfzentrum begeben und zur Feudalzeit voranschreiten. Legen Sie zusätzliche Felder an, falls Sie über zu wenig Nahrung verfügen. Was soll ich machen? Ach, Felder kann man auch anlegen. Richtig, ich erinnere mich. Hier, ihr beiden, wenn ihr jetzt fertig seid, dann machen wir mal auf jeden Fall hier eine Mühle hin. Oh Mann, ey, jetzt wird es langsam panisch. Und da unten sehe ich schon den ersten roten Fleck. Dann gehen wir doch hier mal gucken. Ja, da ist ein Turm. Geh mal hier hin, nur dass wir das mal ein bisschen... Sie aha! Sie befinden sich in der Nähe des englischen Stützpunktes. Reißen Sie deren Befestigungen aber erst dann nieder, wenn Ihr Heer etwa 12 Mann stark ist. Ja. Sie können mehr Nahrung sammeln, wenn Sie Fischkutter bauen. Ja, ich weiß. Um Fischerkutter zu bauen, müssen Sie einen Hafen in den Gewässern im Süden anlegen. Aha. Bauen Sie mit Hilfe Ihrer Dorfbewohner eine Mühle in der Nähe der Bärensträuche. Alter, was soll ich noch alles machen? Die Mühle steht doch da schon. Gestoßen. Schafe sind eine gute Nahrungsquelle. Schicken Sie also die Schafe zurück in Ihr Dorfzentrum und weisen Sie einen Dorfbewohner an, sie zu Nahrung zu verarbeiten. Okay, Schafe. Einmal bitte hier sammeln. So, was soll ich jetzt noch alles machen? Junge, 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 du machst mich aber gaga. Ich wollte doch das mit dem Webstuhl, das wollte ich doch mal erfinden. Jawohl, das machen wir auch. Und du... Hier ist doch irgendwo Wasser. Komm doch mal hier runter, Mädchen. Ich muss doch mal hier gucken gerade. Ich muss mal da gucken. Webstuhl fertig. Alles klar, das ist cool. Wie sieht's denn aus? Ein paar Dorfbewohner können wir noch machen. Dann machen wir mal 3 Stück. Ihr sammelt euch mal hier vorne. Ja, ja. Und du machst mal einen Hafen. Nein, nicht genug Holz. Das ist ja blöd. Ha, Dorfbewohner. Mach Holz. Das da. Ich brauch Holz. Holz, Jungs. Wie sieht's denn aus? Nahrung sieht schlecht aus. Holz sieht noch schlechter aus. Ich muss dich mal abziehen. Du musst mal hier Holz sammeln, bitte. Und wir könnten doch... Das Holzfällerlager bringt auch irgendwie was, ne? Ja, ja. Ja, nicht genug Holz. Ja, pass auf, dann musst du jetzt auch nochmal hier ran. Was mit dir, du ödest dich, ne? Hier, Holz. Und da ist die Nächste, die will auch Holz machen. Okay, alle mal zum Holz sammeln. Wir müssen die Engländer besiegen. So, Nahrung 234. Ja, Holz sieht echt scheiße aus. Muss ich ja mal sagen hier. Aber wenn wir nochmal einen Dorfbewohner machen... Machen wir mal. Schicken wir dann noch zum Holz. Ah, so, ihr langweilt euch. Ihr könnt euch mal hier postieren, wenn ihr wollt. Dann habt ihr was zu tun. Bleibt ein bisschen in Bewegung. Unser Speer steht da hinten rum. Ich habe ihn genau im Auge. Wenn Sie 500 Nahrungseinheiten zusammen haben, ja, wenn. Dann können Sie sich in Ihr Dorfzentrum begeben und zur Feudalzeit voranschreiten. Ja, ja. Legen Sie zusätzliche Felder an, falls Sie über zu wenig Nahrung verfügen. Wie ging denn das mit dem Felder anlegen? Das ging doch auch irgendwie, ne? Kia! Hier, hol dir mal das Schaf. Felder? Ach, das ging hier. Ich erinnere mich genau. Über die Mühle.
Klicken Sie hier, um ein Feld in die Schleife zu stellen, damit es sich nach dem Verfall von selbst erneuert. Ja, das kapiere ich gerade nicht. Muss ich das nicht irgendwie setzen? Feld neu einsehen. Aber was für ein Feld? Hier sind doch gar keine Felder. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Kann ich denn vielleicht mal... Da. Ich möchte hier ganz gerne irgendwie einen Hafen. Würde ich gerne haben noch. Hier. Bau mal den Hafen. Du hier Hafen. Könnt ihr mal machen. So. Langweilt sich irgendwer hier rum? Nö, anscheinend nicht. Sind alle beschäftigt. Sehr süß. 500 Nahrungseinheiten. Und dann können wir in die Feudalzeit. Aber das mit dem... Das raff ich noch nicht. Wie ging das? Muss ich da nicht hier Felder anlegen irgendwie? Nee. Klicken Sie jetzt auf den Hafen. Der Hafen. Und bauen Sie einen Fischbude. Der Hafen ist fertig. So, ihr beide, ihr habt Langeweile. Dann geht ihr bitte hier Holz sammeln. Und wir bauen hier einen Fischkutter. Was? Es werden mehr Häuser benötigt für einen Fischkutter? Warum? Ha! Du, stopp. Stopp, bleib hier. Ich brauche hier ein Haus. Komm mal hier, bau mal hier eins. Oh, guck mal, die öden sich hier auch. Helft mal hier, das Haus zu bauen. Ihr? Da? Haus bauen. Zack, zack. Und dann könnt ihr bitte gleich hier, vielleicht da, hier, baut da noch eins. Ja, ja, haut rein, Jungs. Ich möchte gerne... Ein Haus ist fertig, ne? Sie müssen mehr Häuser bauen. Ah, jetzt habe ich wieder nicht genug Holz. Gut, wenn ihr die Häuser fertig habt, jetzt dann hier. Alles abholzen, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Was ist mit euch, ey? Langweilt euch hier rum. Haben wir denn hier mal irgendwo... Ach, wisst ihr was? Hier könnt das Gold. Genau, baut mal Gold ab. Haben wir jetzt noch gar nicht gemacht. Wir könnten mal zu dem Speer. Wo ist der denn hier? Den schicken wir jetzt mal irgendwo hier oben hin. Der kann vielleicht nochmal... Klicken Sie auf einen Fischkutter. Und rechts klicken Sie dann auf einen springenden Fisch, um zu fischen. Jawohl. Der Fischkutter wird selbsttätig Fische fangen und Sie dann zum Hafen bringen. Ah, Fischkutter super. Sind auch für Entdeckungsreisen zu gebrauchen. Vergessen Sie nicht, die Landkarte weiter zu erkunden. Ja, ja, ich versuche an alles zu denken. Eine Kaserne und erschaffen Sie 5 Milizsoldaten, um Ihre Dorfbewohner verteidigen und die Landkarte erkunden zu können. Aha. Aber ich erkunde doch schon alles. Haben wir überhaupt Platz für 5? Ja, haben wir, ne? Wenn Sie 500 Nahrungseinheiten zusammen haben, dann können Sie sich in Ihr Dorfzentrum begeben und zur Feudalzeit voranschreiten. Ja. Legen Sie zusätzliche Felder an, falls Sie über zu wenig Nahrung verfügen. Dorfbewohner können auch Felder anlegen. Legen Sie 4 Felder in der Nähe der Mühle an, wenn Ihre Beerensträucher abgeerntet sind. Auf jedem Feld braucht man einen Dorfbewohner zu arbeiten. Alles klar, da waren die Felder. Komm her, hm? Gut, dann hörst du bitte auch auf und machst hier mal ein Feld. Jawohl. Ach, so langsam. So langsam kommt es mir wieder. So, habt ihr alle zu tun? Nein, das baut langweilig. Komm mal hierher. Geht ja gar nicht. So, wir werden jetzt darauf hinarbeiten, dass wir hier 500 Einheiten Futter kriegen. Habe ich da eben fast schon gehabt, ne? Weiß ich genau. So, und jetzt macht es nämlich auch Sinn mit diesen Feldern, was wir da vorhin gemacht haben. Diese Anzeige, hier die, genau, Felder neu einsehen. Sie richtig. Haben jetzt genug Streitkräfte, um den englischen Stützpunkt angreifen zu können. Attacke! Lassen Sie Ihre Dorfbewohner weiter arbeiten. Attacke! Nur für den Fall, dass Sie Verluste erleiden und mehr Streitkräfte erschaffen müssen. Ich wollte aber eigentlich ganz gern noch in die Feudalzeit, das hat er mir doch gesagt. Das machen wir jetzt noch hier. So, sammelt euch. Ja, da ist Langeweile. Wir brauchen mehr Nahrung. Wir brauchen mehr Nahrung. Dann wirst du bitte nochmal hier ein, da passt noch ein Feld hin. Da passt noch ein Feld hin, das geht noch. Wie war das? 500 Nahrung, ne? Fischst du noch? Ja, du fischst noch. Das ist gut. Du fischst auch noch. Wunderbar. Alle fleißig am Fischen. Da unten sind sie am Holzhacken. Du kannst mal bitte hier schon mal dich bei deinen Kumpels sammeln.
ist denn unser Speer eigentlich? Ach, der ist hier. Den können wir mal hier. Geh mal dahin. Hast du was zu tun? Okay. Ja, es läuft. Es läuft, es läuft. Wann haben wir denn 500 Mal Futter fertig? Wir könnten noch irgendwie ein paar Schafe oder so gebrauchen, ne? Holz sieht ja ganz gut aus. Pass mal auf, dann geh du mal dahin. Und wenn wir mit dir mal ein bisschen rumlatschen und du kannst auch mal dahin gehen, ihr beiden. Aha. Ah ja, dann werdet ihr euch mal hier die Schafe vornehmen. Damit wir unser Futter hier voll kriegen. So, so. Hm. Was machen meine Boote? Die sind fleißig. Na wunderbar. Die holen Holz, die haben die Schafe, das ist klar. Und dann werde ich jetzt mir nochmal hier irgendwie, hier, du komm mal hierher. Du gehst mal hier hoch. Vielleicht können wir noch irgendwie ein bisschen Rehe oder irgendwas finden. Oder hier könnten wir noch ein Boot rausschicken. So, du? Ja, genau, du. Wenn Sie 500 Nahrungseinheiten zusammen haben, ah, Steine. Dann können Sie sich in Ihr Dorfzentrum begeben und zur Feudalzeit voranschreiten. Ja, das habe ich vor. Legen Sie zusätzliche Felder an, falls Sie über zu wenig Nahrung verfügen. Hm, habe ich gemacht. Gibt's hier eine... Ah. Ja, nein. Bleibt ihr mal hier. Bleibt mal hier stehen. Genau. Hol dir das Reh. Jawohl. Gut gemacht. So, das ist der Fischkutter, der neue, ne? Komm mal hier rüber. Obwohl, du kannst hier schon gleich mal losfischen. Ah, so, Freunde der Nacht hier. Okay, ihr seid auf dem Feld beschäftigt. Das ist ja wunderbar. Irgendwer, der sich langweilt hier? Nein. Okay. Er ist da oben mit dem Reh beschäftigt. Das ist gut. Jetzt, oh, wir haben 500. Okay, wir haben 500. Dann einmal bitte Feudalzeit. Also bevor ich die Engländer angreife, möchte ich schon ganz gerne ein bisschen besser und so, ne, ausgerüstet sein. So geht es ja nun gar nicht. Ach hey, das dauert noch. Das die Engländer greifen wieder an. Nein, wo, was, wer, wo? Um die Dorfbewohner zu schützen, können Sie diese mit Hilfe der Dorfglocke in Ihr Dorfzentrum einquartieren. Klicken Sie auf Ihr Dorfzentrum und klicken Sie dann auf Dorfglocke. Ah, cool. Sollen wir jetzt hier Dorfbewohner zurück an die Arbeit schicken? Ausquartieren alle Einheiten. Ah, cool. Die verpissen sich jetzt. Wo sind denn meine Soldaten? Alter, was steht denn ihr hier rum? Hier macht das um. Oh, ist es denn wahr? Das ist so unfassbar. Und die Dorfbewohner, die hören auch nicht. Guckt euch das an. Die machen da oben weiter. Der ist da mit dem Reh beschäftigt. Und er haut meine Leute. Na super. Das wirst du büßen. Sie haben den englischen Angriff abgewehrt. Ja, gerade so. Wenn sich in Ihrem Dorfzentrum Dorfbewohner befinden, dann lassen Sie die Dorfglocke noch einmal läuten und schicken Sie sie zurück an Ihre Arbeit. Okay. Oh, Alter, das war aber knapp. Habe ich irgendwen verloren? Irgendwelche Verluste? Das wäre aber nicht so schön. So, ihr postiert euch bitte hier. Mann. So, Feudalzeit haben wir gleich. Hurra. Jetzt, wow. Dass Sie sich in der Feudalzeit befinden, sehr schick. Sollten Sie in erster Linie einige Soldaten erschaffen, um den Feind bekämpfen zu können. Ja. Sie brauchen mindestens 12 davon. Mindestens 12. Denken Sie daran. Aha. Sie können in der Kaserne Ihre Milizsoldaten zu Schwertkämpfern weiterentwickeln. Sie sollten Soldaten immer weiterentwickeln, wenn Sie es sich leisten können. Ja. Denken Sie daran, Waffen und Rüstungen in der Schmiede weiterzuentwickeln.